Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust Elysian Tale. Die letzte Aufnahme liegt jetzt schon eine Weile zurück. Den Grund dafür habe ich in meinem letzten News-Video genannt. Also, falls euch das interessiert, guckt einfach da mal rein. Wir machen hier jetzt einfach weiter. Und zwar haben wir in der letzten Folge... Ja, falsch. Hier Inventar. Das letzte Teil für... aus der letzten Villa geholt für... Wo sind denn die Missionen? Genau, für Cora. Und jetzt kehren wir zu ihr zurück. Dafür müssen wir uns wieder durch Zombies durchkämpfen. Die aber mittlerweile kein Problem mehr sind. Beziehungsweise die nie ein Problem eigentlich waren. Außer wenn sie explodieren. Aber die hier sind völlig harmlos. Die setzen sich sogar, legen sich sogar freiwillig hin für uns. So, oh, Totenbeschwörer, hallo. Oh, ich hätte jetzt verbrochen, ne? Und das bringt er auch noch hin, den zu besiegen. So, tot ist er. Und hat mir eine Seele fallen gelassen. War nett von ihm. Ja. Oh, wieder solche komischen Wespen in ihrem Nest. Die brennen wir mal kurz weg. Ich mag den. Den Flammenstrahl, richtig. Das ist irgendwie mein liebstes Geschoss von Fidget. So, jetzt müssen wir hier höher. Autsch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, hier unten durch und schnell hier rüber. So, verbrennen wir sie mal kurz. Au. Das ist gemein, hier mit über Stacheln kämpfen zu müssen. Und hoch. So, hier müsste es noch ein Secret geben. Ja, das hat uns sogar eine Fidget gerade. Dass hier noch was ist. Mal gucken, ob wir das finden. So, aber erstmal weg mit denen. Können wir mal kurz gucken, ob hier auf der anderen Seite was ist. Nein, hier ist nichts. Dann wieder hoch. So, ein paar Zombies rumschleudern. Und ihnen das Geld aus der Tasche ziehen. Und wir haben einen neuen Bauplan gekriegt. Anhänger des Feiglings. Ich glaube nicht, dass wir den... Oh, und wir haben was zu essen von den Käfern gekriegt. Aua, wir sind vergiftet worden, oder? Nein, aber wir haben einen Levelaufstieg. Packen wir mal in Gesundheit und dann geht's weiter. Hier hoch. Hier gibt's nichts. Runter mit dir. So. Noch mehr Zombies. Hier können wir uns gar nichts. War hier irgendwie ein Secret? Nein. Nö. Da müssen wir weiter nach oben. Hier muss irgendwo noch was sein. Ja, außer Zombies, die einfach mal so abstürzen. Die Truhe haben wir schon geöffnet. Oh, und noch mehr zu essen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wenn ich den getötet habe, wie unsere Vorräte so aussehen. Oh, ziemlich gut. Deswegen können wir mal uns was einwerfen. Aber dann wieder auf die... Obwohl, wir können auch bei denen bleiben. Die geben dieselbe Gesundheit wie Brezel. Die passen irgendwie nicht in so ganz in dieses Essen rein. Hm. Hier geht's nach oben, aber hier ist auch nichts. Meisterring des Kunstschmiedes, ha? So. Weg mit euch. Hier sind Stacheln. Da oben ist wieder ein Wespennest. Und ja, es sind komische Wespen, aber ich glaube, es sind Wespen, die Kakao dabei haben. So.
Einmal durchwirbeln und weg sind sie. Da unten ist es sicher, hoffe ich mal. Ja, ist es auch. Und wir begeben uns langsam wieder in den Regen raus. Okay, wir haben das Secret leider nicht gefunden. Dafür haben wir wieder mal einen Nekromanten. So, und da hatten wir einen Bomben-Zombie. Das war knapp. So, wieder seine verdammte Seele. Hier geht's. Aua. Das war nicht so gedacht. Hier geht's nirgendwo hin. Nö. Naja, wir müssen eh später nochmal hierher kommen und die anderen Secrets da hier oben und so einsammeln. Sogar hier beim Wettkampf ist noch ein Secret. Hm? Aber erstmal zu Kova. So, durch ein paar Zombies durchbrennen. Ja, spürt Fidgets Zorn. Dieses kleines Fuchsfledermäuschen bringt alle um. So. So, noch mehr Feuer für dich und weg bist du. Und hier müssen wir dann hoch, wenn uns nicht wieder ein Nekro... Ah ne, Schleim. Blobs wollen uns abhalten. Das schaffen sie aber nicht. Wespen. Brennende Wespen. Das beste Mittel gegen solches Ungeziefer. Feuer. Bombenfrucht brauchen wir nicht. Zombies. Hoffentlich kommen wir bald mal wieder Abwechslung, beziehungsweise kommt vor der Sorge diese runter. Wir sind ja schon ziemlich viele Folgen jetzt schon hier. Ich glaube, das ist das größte Gebiet bis jetzt, was wir hatten. Ja, komm mir ruhig hinterher. Sieht lustig aus. So. Das hier ist nicht der Weg nach oben. Okay. Ist hier der Weg nach oben? Oder ist hier nur der Weg zurück? Ich glaube, hier ist der Weg zurück. Das bringt uns leider nichts. Müssen wir doch da irgendwo da nach oben. Ja, das muss jetzt nochmal sein. So, wo ist der Weg? Bin ich blind oder? Nein, es geht noch weiter nach oben. Achso, daran liegt. Und euch ignoriere ich mal. So. Ja, spring in dein Verderben, Zombie. Die Zombies sind so ziemlich gelenkig teilweise. So, und zurück zu Cover. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, Moment, meinen Timer zu starten. Ah, das sollte ich jetzt mal machen. So, dann machen wir noch... Sagen wir... 7 Minuten ab jetzt. Dann dürften wir die Zeit einigermaßen voll haben. Oh, noch mehr Schleim. Au. Ja. Toll, dass du pieksen kannst. Ich mag dich trotzdem nicht. Okay, ein Speicherpunkt. An dem können wir ja mal kurz speichern. So, wir haben Spielzeit 8. Ja. Wie viel Spielzeit haben wir jetzt? Dann kann ich ja mal kurz gucken. Hm, 11 Minuten schon. Okay, dann gibt es noch 5 Minuten ab jetzt. So, hier können wir runterrutschen und dann müsste hier gleich Korva irgendwo rumstehen. Oder auch nicht. Da ist sie ja. Alright, Cora. I found your 4 keepsakes. Now, will you please explain what's going on here?
Ja, das bin ich auch mal gespannt. Oh, this painting and the ring. My goodness. I'm sorry, Dust. You see, these were my husband's. Many long years ago, this was my home. Ah ja, also ist Cora die Frau von... Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. You lived here? Whoa, you must have been loaded. But wait, if you lived here, why wouldn't you move all the way outside Aurora and into that tiny shack of yours? Ich denke mal wegen dem, was ihr Mann getan hat. It makes no sense. Doch, glaube ich schon. When my husband died, the estate fell into disrepair. All the servants abandoned us in a single night. My husband, you see, was not the most pleasant of people to be around. Then, of course, there was the source of his money. What did he do? Leute verpfeifen. He was something of a war profiteer. He would give the king's general information about Moonblood sympathizers and receive money in return. Our friends, our family. Nobody was safe from his treachery. Also ja, wie ich mir gedacht habe. Let me guess. That general's name was Gaius. Garantiert. Why yes. How did you know? Just a pattern I've been noticing is all. So wait, you're saying that demon we've been seeing is... Ja, jemand, huh? My husband, Cain. His rage has consumed him. And now he is trapped in this place, consuming the souls of wayward travelers to become ever more powerful. Ouch. With my own life drawing to a close, I knew it was time to put things right. But I fear had you not come along, I would not have been able to find these items and free him. Haben wir gern gemacht. What do we do now? You've got your four Watsits. Is that it? Please tell me that's it. Ich glaube nicht, dass das war. Will these keepsakes quell his anger? They are meant to remind him of all the good things he left behind. Rage will become regret, and that will be the time to strike. Ja, Ara sagt es. Wait, strike? Strike? You mean we need to fight that thing? Ja, is there no other way, Ara? Unfortunately, no. The power of those keepsakes will weaken Cain's rage. But we must sever the demon from Cain's spiritual form. Mm-hmm. Continue attacking him and the connection should break. Then I can cast the demon back into the darkness once more. Prepare yourself, Dust. Okay. Da ist böser Gegner. Und wir bewerfen ihn mit Zeug. Und rennen kurz weg. Und mache erstmal Pause, weil an dieser Stelle unterbreche ich die Folge, dass wir den Bossfight in einer Folge haben. Also bis gleich.